Klasse 2 und 3, jeweils 40 Runden, 64 Kilometer. Jede fünfte Runde die Abnahme der Wertung, 5, 3, 2 und 1, Punkt, Schlusswertung doppelt. Und Masterklasse 4, 30 Runden, das bedeutet also 48 Kilometer. Und es gibt auch viele, viele Prämien in diesem Rennen, die wir natürlich dann hier ansagen und natürlich auch. Auf geht's, gute Fahrt für die Seniorenklasse 2, 3 und 4. Deutschen Meister, lieber Nils, auch schön, dass du da bist. Ich bewundere mal wieder deine Radsattelhöhe, ungefähr 86. Zu uns, der Bruder schickt dich schon hoch. Kannst hier auch bei uns als Vierter mit dabei sein bei der großen Siegerehrung. Dann kommt der Bruder Emil gleich dazu. Rang 3 für Emil Weise aus Sossenheim. Zwei Brüder haben das doch klasse gemacht hier in diesem Rennen über 8 Runden. Der Seniorenklasse 2 und 3 angehören nur das Finale der Seniorenklasse 4. Alle anderen haben natürlich noch 10 Runden zu fahren. Konnten und jetzt gibt es nochmal die fetten Punkte. 10, 6, 4, 2 Punkte für die besten 4 Fahrer. Und das ist ein tolles Rennen. Großen Applaus für alle Teilnehmer. Und die letzte Wertung, 10 Punkte, gehen also in die Startnummer 522. Das Auto muss hier also definitiv vorbei. Einmal bitte Platz machen, das Auto muss hier vorbei. Also ganz, ganz wichtig, wenn gehupt wird, wenn das Führungsfahrzeug vorbei möchte, bitte auf der rechten Seite fahren. So, sind wir bereit, das Führungsfahrzeug ist auch bereit. Ich würde mal sagen, wir zählen die letzten 5 alle gemeinsam runter, die letzten 5 Sekunden. Und dann schicken wir die Jedermann-Klasse hier auf die Strecke beim Grand Prix von Bad Homburg. 5, 4, 3, 2, 1. Auf geht's, das war das Startsignal. 20 Runden für die Jedermann-Klasse. Sie dürfen nichts trinken, sonst würde ich was bestellen. Ja, das ist klar. Damit. Ja,
dasselbe Team. Toll. Ja, wir haben da noch auch so. Wir Gerrit. Ja, toll gefahren. Da, ja. Riesig gefahren, von Anfang an. Und der Mann mit der 12, Jamie, ist hier der Erste im Ziel. Die 3 mit dabei. Tolle Bilder. Und der junge Mann mit dem weißen Helm ganz locker. Das war Ole. Ole hat tatsächlich gewonnen. Vor Laurin, Florentine im Ziel und die Bela. Ein Stückchen musste noch, ein bisschen ist noch. Und der Mann im grünen Trikot, eigentlich ja immer für den besten Sprinter, kommt hier locker ins Ziel, das war der Felix. Und die junge Dame, die Florentine. Und die Startnummer 10, das ist die Letizia. Letizia. Und hier lässt man es dann. Ihr genießt den Augenblick, genau. So, der Felix. Wer mag denn mal mit mir reden? Lasst uns mal gerne hier zu den Zuschauern. Ich fange mal hier an. Ja, bestimmt nicht das erste Mal mit dabei, oder? Nee, absolut nicht. Ich bin schon früher als kleiner. Einmal drehen, genau, so dass wir eine richtige, schöne Position auch für die Bilder haben. Ja, zu dritt hier, zu dritten Form. Wahrscheinlich anscheinend doch nicht brav gewesen zu sein, damit es jetzt regnet, aber ich bin ganz sicher, wenn der Startschuss fällt, wird es aufhören. Peter, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz sprechen, bevor die nächsten Rennfahrer zu uns kommen. Vielen Dank, Jungs, fahrt euch noch ein bisschen warm, genau, die Beine bewegen. Stehen ist für einen Rennfahrer immer Gift, immer. Yannick und der Thorsten, der hier mit dabei ist aus Düren. Geht es dann heute Abend wieder nach Hause? Ja, für uns beide geht es wieder nach Hause. Thorsten wohnt in Herborn, jetzt nicht ganz so weit. Ich fahre bis nach Köln, aber ist alles. Zu fünft sozusagen. Ich gebe es mal hier der Semi-Präsident. Ja, ihr habt gute Laune mitgebracht, so wie es aussieht, hä? Klar. Gibt ja keinen Grund, schlechte Laune. Das ist natürlich auch Spaß. Wie ist denn das Gefühl, mit so ganz großen Jungs hier um die Wette zu pilsen? Das ist eine super große Ehre, hier mitfahren zu dürfen, auch als Locals. Guck mal, oder? Ja, man hat schon mehr Probleme. Wie ist es denn so ganz alleine, sich in so einem Fahrrad 30 beispielsweise, der Bastian von der SSG Pinsheim und der Benedikt Becker. Ja, zu zweit hier, zu zweit, haben Sie ja gerade schon gesagt, kann man vielleicht da die Großen auch mit Tim Rüger und Christoph Schweizer. Im Ernst? Ja. Ja. War der auch im Verein? Der liebe alte Kollege, habt selber noch mit ihm im Rennen. Hannes Anders, Friedrich Kankowski, Paul Keller, Jonas Pfeiffer, Patrick Schubert und Michael Weyer. Wer möchte denn mit mir sprechen?
Ja, hier in der Startliste, 5 sehen wir also. 4, genau, wer zählt, kann es klar im Vorteil. 4 Rennfahrer, die bei uns sind. Langsam. Ja, und sicherlich auch, wer mag mit mir sprechen, gib mal gleich hier das Mikro weiter. Sicherlich einzig bedeutet also der John Mann und Luke Wild. Knappen Meter 60, 55. Wer möchte? Ja, die sind leider krank. Das heißt, zu zweit haben es ja gerade schon. Das ist ein Voralpengebiet und das, glaube ich, bekommen wir auch heute ohne den Christian ganz gut hin. Dann bestellt mal den Christian ganz, ganz liebe Grüße. Der konnte das nämlich auch richtig gut. Und der Mann in der Mitte. Ihr seid, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch qualifiziert für die Deutschlandtour, richtig? Ja. Patrick Lechner. Dann muss ich meine Startliste da nochmal gleich ein bisschen überarbeiten. Also am letzten Tag auf der Champs-Élysées nochmal rausgefahren. Jonas, beschreib uns nochmal am letzten Tag im Finale.